Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Affenkönig Dämlichs Let's Plays. Ich wollte mal weiterspielen, und zwar Fishing Planet, The Ultimate Fishing Simulator, und wollte mal ein kleines Video dazwischen schieben. Und zwar wollte ich doch mal gucken, wie funktioniert denn das mit diesem Büffelfisch. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen mit dem guten Sven geangelt. Übrigens nochmal danke Sven, der hat mir ein paar coole Spots gezeigt. Und wir haben dann zusammen um die Wette geangelt, wobei er viel mehr gefangen hat, weil er den kleineren Haken dran hatte und generell sehr gute Ausrüstung hatte und ja, ist halt einfacher Fuchs, der wusste, wo die Viecher stehen. Und ich wollte jetzt mal gucken, ich habe nämlich auch noch eine andere Stelle gefunden, wo die auch noch stehen könnten. Und ja, ich wollte einfach mal gucken, was wir denn so rausholen, und im nächsten großen Part geht es ja dann sowieso an den Mud River. Aber wollen wir mal schauen, ich will nämlich eigentlich mal ein bisschen vorspule. So. Spulen wir mal vor, uff, weil es ist bewölkt. Irgendwie beißen die bei mir, ich weiß nicht, eigentlich beißen sie bei jedem Wetter, aber irgendwie frühs, wenn es da unter 20 Grad ist, das mögen sie anscheinend nicht so. Machen wir mal 17 Uhr hier. So, und meine Stelle, ich zeige euch erstmal die Stelle, die mir der Sven gezeigt hat. Da habe ich auch schon gut gefangen, also praktisch hier an dem Busch vorbei. Er hat auch selber ein Video hochgeladen, könnt ihr euch mal angucken. Bei mir in den Kommentaren seht ihr auch seinen Kanalname, alles ganz genau, steht alles drin. So, ich glaube, es war hier so bei dem Busch, genau. Und dazwischen die vorletzte Steinpartie, so circa 1,40 Meter bis 1,50 Meter in der Richtung tief. 6er Haken, Grieskugel oder Teigbällchen geht eigentlich auch. Ja, und da wollen wir mal gucken, ob wir den kleinmolligen Büffelfisch fangen. So circa 15 bis 20 Meter sollten wir auswerfen. Wollen wir doch mal gucken. Es könnte zu weit sein jetzt. Nee. Dann lassen wir hier einfach mal liegen. Und lasst euch nicht täuschen, Leute, wenn ihr denkt, da beißt ja gar nichts. Die ziehen manchmal einfach gnadenlos das Ding weg. Vorher war gar nichts, du lässt es 2 Minuten drin und dann ziehen die das Ding gnadenlos weg. Deswegen habt Geduld mit diesem Fisch. Aber mein größter, den ich gefangen habe, ich habe ja nicht viele gefangen, haben mit den Sven einen zusammen und noch einen so. Aber ich hatte einen dabei, der war, müsste man mal nachher mal gucken. Ich glaube, der war 1,4 Kilo schwer. Also das war ein ganz schöner Oschi. So, und der Sven hat mir auch gesagt, wenn ihr hier die Angel reinknallt, gell, werft schön aus, dann tut er einfach L1 drücken. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen auf eure Pose fixieren, was eigentlich sehr nett ist. Weil, ihr wisst ja, ich bin hier so ein Realismus-Fan und ich stelle mir die Pose ja nicht größer ein, weil der Sven gesagt hat, ach komm, stell doch mal die Pose größer. Das mache ich immer. Ist natürlich viel einfacher, hatte ich auch zwischenzeitlich mal drin, wenn man die auf Mittel im Menü stellt, dass man sie einfach von beiden besser erkennt. Aber ja, wenn man selber angelt, ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn ich da so ein riesen Ding hinten drin baumeln habe. Das reicht mir, wenn ich so Ding in der Hose habe. Nein, natürlich. Aber jetzt sehen wir da schon, da ist Bewegung im Wasser unten, da tut sich irgendwas, vielleicht sogar auf dem Grund. Also man fängt auch andere Fische damit, diese Rotohr-Sonnenbarsche, grüne Sonnenbarsche. Gelegentlich habe ich auch sogar schon mal ein Crappie mit den Grieskugeln rausgeholt, was eigentlich sehr komisch ist, aber es geht alles. Ein paar Mal noch goldene Putzer. Aber eigentlich ist das so die Hauptnahrungsquelle für unseren schönen kleinmäuligen Büffelfisch. Wie gesagt, wenn er zieht, zieht er mit einmal ab. Wir lassen jetzt hier auf jeden Fall mal stehen. Es ist jetzt 17.11 Uhr. Wir lassen auf jeden Fall bis 20 Uhr lassen wir hier das Ding mal stehen. In der Zeit kann ich mir schon mal einen Schluck Kaffee genehmigen. Aha, das schmeckt gut. So, jetzt mache ich hier noch mal ein bisschen Ton lauter, damit er die Geräusche noch hört von unserem Vögelchen. Hier ist auch eine Libelle in der Nähe, ich höre es schon wieder. Ja, am letzten Part die neue Angel. Also das Ding ist cool. Ich komme jetzt. Natürlich kommt es darauf an, was ich von Köder dran habe. Mit denen komme ich jetzt, glaube ich, so 28 Meter raus, was schon gar nicht so übel ist. Aber wenn ich jetzt hier... Oh, das ist die Libelle. Oh, so fettes Vieh. Die hat ja einen riesen Schädel und leicht rote Flügelchen.
Mein Kater guckt gerade durch die Dolby-Boxen den Vieh hinterher. Also in die Richtung, wo das Geräusch herkommt. Ja, und ich weiß immer noch nicht, wie das mit den Aufnehmen ist. Ich habe da den Sven gefragt, der sagt, bei mir im Hintergrund läuft das ganz normal. Weiß nicht, ob man es, wenn man es auf der normalen PS4 spielt. Ich bin mir uneins. Es kann ja auch nichts mit dem Boost-Modus zu tun haben, weil ich spiele es ja auch immer im Boost-Modus, weil ich gemerkt habe, da ist die Performance dann doch ein bisschen besser. Ladezeiten auch ein bisschen schneller. Ja, und ihr seht es vielleicht oben links, ich habe mir einen neuen Fish-Jail geholt. Der ist aber fischfreundlich. Mein letzter war ja nicht fischfreundlich. Wir können jetzt bis 15 Kilo mitnehmen und einen Fisch bis 4 Kilo. Da habe ich mir gedacht, das ist doch schon mal gut. Also einen einzelnen Fisch bis 4 Kilo. Ich sag mal, mein größter Wels war, glaube ich. Ich hatte ja schon mal in dem Mudwater River ganz am Anfang mal, wo ich noch gar keine Videos gemacht habe, geangelt. Also nicht ganz am Anfang, aber da habe ich durch Zufall mal irgendwie einen rausgeholt. Da sind mir aber auch viele abgerissen. Da hatte 3,5 irgendwas, glaube ich. Ja. Gut, wir gehen aber nachher nochmal an die schöne Stelle hier. Ansonsten wartet mal, es gibt ja noch einen kleinen Trick. Ich hole mal auf 17 Meter rein, genau. Und da lassen wir jetzt nochmal ganz kurz stehen. Ein bisschen Schnur geben. Zack. Angel ein bisschen hoch. Zack. L1. Zack. Ah, vielleicht funktioniert es ja jetzt nochmal. Wir werden sehen. Es soll ja hinten auch eine Stelle geben. Ich glaube, ziemlich weit hinten rechts. Da kann man richtig schöne Sonnenbarsche fangen in Trophäengröße. Ich habe gesehen, mir fehlen auch nicht mehr viele Crabbies. Dann kriege ich noch eine Herausforderung. Und während ich hier mit dem Sven geangelt habe, wann war das denn? Vorgestern? Ja, vorgestern. Ja, ihr wisst ja nicht, was heute gerade für ein Tag ist. Also heute ist Donnerstag. Mittwoch. Und da haben wir geangelt und dann ist uns auf einmal kam ich eine Trophäe bekommen. Barschguru, glaube ich. Es war, glaube ich, Fange. Das waren ziemlich viele Barsche. 250. Da habe ich einen Coin bekommen. Jetzt habe ich 28. Also fehlen mir jetzt noch zwei Coins. Da können wir uns auch dauerhaft die fortschrittliche Lizenz für den Mudwater River kaufen. Und das könnte jeden Part soweit sein. Das kann sogar heute hier passieren. Also es sind viele kleine Sachen. Zum Beispiel, ich glaube, 45 Mal mit der Angel erfolgreich auswerfen oder sowas, ja, das war dabei. Es waren schon noch ein paar Eckchen. Aber so richtig hier. Ich habe alles richtig eingestellt. Ich bin glaube bei 1,40. Wenn nicht, gehen wir mal an die andere Stelle. Aber hier ist Bewegung im Wasser. Ich habe auch meinen 6er Haken dran. Das ist der Vorführeffekt. Das ist der Vorführeffekt. Ich habe das in Sven ja schon erzählt. Ich habe das ja im letzten Part auch schon mal gemacht hier und da hat es ja auch nicht funktioniert. Ich wisse nicht, du, das gibt's doch nicht. Das geht doch nicht. Schmeiß die scheiße Fenster raus. Ja, aber guckt euch einfach beim Sven an. Der hat hier seinen Spot gefunden, auf jeden Fall. Bei dem funktioniert das optimal. Ich weiß nicht, was da alles Auswirkungen drauf hat, aber ich probiere jetzt mal kurz hier. Kann natürlich sein, hier funktioniert es jetzt auch nicht, aber wir haben 22 Grad. Ich stelle mich hier an die Seite von dieser Alge, ziemlich weit vor, damit ihr schön weit auswerfen könnt. Und werf hier hinten so zu diesem niedrigeren Gras dort hinten oder Schilf, da wo der Leech steht. So, und so weit wie es geht natürlich. Ah, das war jetzt ein bisschen verhauen. Das habe ich jetzt ein bisschen verhauen. Vielleicht holen wir da nochmal rein. Aber gut, 28 Meter. Also ich sage, also 30 Meter dürfte ich circa kommen mit der Angel. Gut, gucken wir mal, ob das hier irgendwie von Erfolg gekrönt ist. Jetzt hat mir der Leech gerade geschrieben, auch ein E. Aber er schreibt auch mit jemand anders. Ich habe nämlich gerade nicht aufgepasst. Frohes Neues. Ach so. Ja, dann schreibe ich doch mal schnell. Gleichfalls. Hoffentlich beißt jetzt keiner an. Das ging mir nämlich schon mal so. So, dann haben wir das auch erledigt.
Ja, jetzt seht ihr auch gleich meinen Namen. Ich bin der Nor von 1986. 6.1986, deshalb, weil ich ja schon ein ganz alter Hund bin, wie ich gesagt habe. Und das könnt ihr euch ja jetzt ausrechnen. Obwohl ich immer noch, ja, ich komme mit groß wie mit auch klein sehr gut klar. Menschlich gesehen jedenfalls. Alt wie jung. Aber komm, jetzt zieh das Ding doch mal ab, du. Es ist eigentlich alles gut gemacht. Guck mal, jetzt hat der Nietzsche sich da drüben weggezaubert. Wem war er noch da? Und auf was geht ihr? Dann schreibt man auch gleich mal Büffel. Ich gehe auf Wasserbüffel, schreibe ich jetzt mal. Ein schöner, ausgewachsener Wasserbüffel. Oh Mann, jetzt finde ich hier das Ü nicht. Wenn es gleich runterzieht, dann stehe ich da. Aber es tut sich nichts. Es tut sich wirklich gar nichts. Da wollen wir wenigstens Spaß hier ein bisschen ins Let's Play bringen. Ich höre schon wieder eine Libelle. Also eigentlich bringt die im echten Angeln, hatte ich das auch schon mal auf meiner Teleskoprute, dass ich da eine schöne Libelle draufgesetzt hat, so eine große Mega Neura. Guck mal, der Lied schreibt, er geht auf High. Sehr schön. Oh, die will schon wieder. Die will schon wieder. Oh ne, aus der andere diesmal. Die hat eine richtig große, dicke, grüne Rübe. So, so viel Lustigkeit muss doch toleriert werden. Schicke ich gleich immer was Lachendes. Aber es geht wirklich noch nicht dran, Leute. Es ist ein bisschen schade, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Jedes Mal, wenn ich das Zeichen will, funktioniert es nicht. Und ich wette mit euch, wenn ich das Ding ausmache und nicht mehr aufnehme, dann zack, habe ich Sophie am Haken. Ich werfe nochmal Rische aus. Ich werfe jetzt mal ein bisschen mehr in die Ecke. Jetzt dürfen wir mal gucken, ob wir ein bisschen hochkommen. Ja, der war besser. Glaube ich. Der war nicht besser. Besser sein müssen, ne? Ja, genau so. Vielleicht kommen wir auch nicht weiter. Das ist doch zum Mäusemelken, Leute. Das ist doch zum Mäusemelken. Ich bin hierher gekommen, um euch das zu zeigen, wie wir einen wunderschönen Büffelfisch fangen. Kleinmäuliger, wohl gemerkt. Es ist ja schon wieder schade, dass die hier. Aber wie gesagt, die haben bei mir mit einmal das Ding runtergezerrt. Es war mit einmal fort. Und dann ging die Luzi ab. Die haben auch ziemlich lange gebissen. Ich sag mal so ab. Also hat der Meeres drauf gebissen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, welcher Zeit der Büffelfisch ganz genau beißt. Aber das war gestern so. Um die Zeit müsste das gewesen sein. Wo ich die Stelle hier rausgefunden hatte. Könnte so, ja, so 18 Uhr, 18 Uhr schon was. 18 Uhr, irgendwas. 18 Uhr 45. Willkommen bei Affenkönig Dämlich. Nee, aber hier, Leute, hier ist tote Hose. Dann habe ich das Ding jetzt da drin. Ist doch bestimmt auch schon wieder. Also, gefühlte 20 Minuten. Also 5 Minuten ist bestimmt schon drin. Soll ich erst anfüttern oder wie oder was? Gibt's da ne? Ich werfe jetzt noch mal ein bisschen weiter rechts. Nicht so weit zu dem Schilf. Kann doch sein, dass ich die Stelle ein bisschen verfehle. Dass das hier bei dem Stein war. Hör!
der war wieder nicht perfekt. Nee, das muss man reinholen. Das ist zu wenig. Weil ich glaube, ich habe mal irgendwas gelesen von irgendeiner Stelle, aber das ist da, wo unser guter Leech drüben steht. Und der hat hier hinter uns auf die Hütte, Richtung Hütte geworfen. Und da musste man 35 Meter werfen können. Irgendwie sowas. Aber wie gesagt, ich lese es nur, wenn ich mal was sehe oder höre beiläufig, weil ich will das selber mir mein Bild machen. Das wisst ihr ja. Obwohl, wie haben wir denn die Tiefe? 1,44. Und jetzt volle Granate. Hier. So, eine Umdrehung rum. Und jetzt aber. Also wenn es jetzt bis, ich gebe dem noch, sagen wir maximal Viertel nach sechs. Ansonsten ziehe ich natürlich noch ein paar andere Fischis hier raus, damit wir hier noch ein paar Fische überhaupt in den Let's Play gesehen haben. Das ist ja wieder. Mann, oh Mann, oh Mann, was macht das Internet denn nur hier mit mir? Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Tage, man geht raus, also wie im richtigen Leben, dass das im Spiel auch so prozentual irgendwie generiert ist, was ich schon mal erzählt habe, und es beißt halt nichts. Man kann machen, was man will. Das. Ich habe aber alles genauso, wie es sein sollte. Ja. Circa genauso. Nicht circa eigentlich. Weiß nicht, ob ich gestern auf 1,44 war oder auf 1,40, aber das sollte jetzt eigentlich nicht die extreme Rolle spielen. Es scheint so, jetzt wollen die Hunde einfach nicht beißen. So, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Aber die sind dort in der Ecke auch. Also, es kann natürlich sein, ich weiß nicht, ob das irgendwie tageszeitenabhängig ist, wie auch immer. So. Ja, mal genau auf das drauf. So, das war ein schöner Wurf. Auf den König, das war ein schöner Wurf. Das ist sehr gut gemacht. Aber wir kommen wirklich nicht weiter als 28 mit dem Köder. Das ist die harte Realität. Zoomen wir mal wieder rein. Ach, die Angel sieht echt geil aus. Ich brauche auch in echt noch eine schöne neue Teleskoprute. Meine ist jetzt schon. Wie alt wird denn das Ding sein, ne? Da war ich. Ich glaube, die ist schon. Die hat schon 10 Jahre auf dem Buckel. Ich meine, die ist gut. Die ist wirklich gut. Bisher die. Das war der größte Fisch. Ja, gut, das kann ich schwer sagen. Ich hatte zwei riesen Oschis dran. Einmal einen ganz großen Karpfen. Einmal einen ziemlich großen Hecht. Die sind mir abgerissen. Und. Der größte tatsächlich Gefangene ist jetzt gar nicht so riesig gewesen. Es war ein 86er Hecht, glaube ich. Aber der Karpfen, der da drin war, boah, der hat mir alles abgerissen. Und da habe ich schon wirklich vorsichtig gedreht. Den hatte ich schon über eine Viertelstunde dran. Ja, das kann an der Schnur gelegen haben. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Und da hast du dann immer nur am Teich gesehen, wie meine Pose hochkam. Also die Pose war, ich weiß nicht, war auf 1,20 Meter irgendwo tief in dem Teich. Wo werde ich jetzt hier natürlich nicht erzählen, weil ein Angler behält seine Geheimnisse. Und ja, mit einem Schlag, zack, hat es das Ding runtergezogen und da ging der Kampf los. Ja, und jedes Mal, wo er mir das dann abgerissen hat, wenn ich dann ein paar Tage später wieder zu dem Teich kam, habe ich immer ganz genau gesehen, wo er stand. Weil die Pose immer noch oben hing, aber dann hat er sie sich irgendwie. Glücklicherweise hat er so loswerden können, weil das ist ja natürlich für den Fisch auch nicht schön, wenn er das Gebambelt dann noch vorne in seiner Lippe hängen hat. Hat alles loswerden können, ich habe meine Pose wieder gehabt. Ja, und das Blei und alles, was da mit dran war, habe ich gleich alles mit rausgeholt. Und gut war's.
Und das andere Mal war, da habe ich in Sachsen-Anhalt geangelt und habe einen schönen Hecht an Haken gehabt. Auch wo ich den anderen gefangen hatte, einen Tag vorher, und dann ein Riesenvieh dran. Auf einen kleinen Gummihecht hat der gebissen. Also so klein war der, ich glaube, es war um 40 Gramm Gummihecht, hat der gebissen. Ich sag euch, Leute, es war eigentlich nur ein Geigel, und wir sind mit dem Boot gefahren und ich habe hinten mal meine Angel ausgeworfen und habe meinen Köder mal so mittreiben lassen, immer mal ein bisschen gezogen und damit gespielt. Und auf einmal beißt das Vieh da rein, Junge. Oh, ich habe gedacht, ich wäre nicht wieder du. Schon, das ist die dritte Libelle. Also jetzt habe ich die Schnauze voll. Mach's fort. Mach's fort. Die will ja nicht mehr. Also, hey. Das beißt doch wirklich nichts, Leute. Was ist denn das? Ah, ich zeige das nicht nochmal. Nee, nee, das mache ich nicht. Warum funktioniert das denn nicht? Ich kann es euch nicht sagen. Tja, da müssen wir die Zeit wieder vergeuden. Aber lasst euch was sagen. Ich habe meine herausgefunden zu haben, dass hier bei betrübtem Wetter, so wie jetzt, das weiß ich natürlich nicht ganz mit der Uhrzeit, der Goldene besser funktioniert. Und ich nehme jetzt mittlerweile auch wieder nur noch den 9 Gramm, weil dann hat man zwar ein bisschen Beifang, auch manchmal auch mein Hecht und sowas, aber ich finde, die beißen doch noch mal deutlich besser. Aber wir werden jetzt sehen, wie sie überhaupt beißen am heutigen Tage. Bis jetzt war ja nicht wirklich was los, und ich tue jetzt auch viel twitchen mit den kleineren hier. Das funktioniert ganz gut. Auf die erste Stufe und dann zack. Immer schön langsam doll nach oben twitchen, dass man den Köder schön lange oben hält, dass er dann schön runter segeln kann. Ja, und zack. Hier beißen sie. Das ist doch. Das gibt es doch nicht, hä? So, dann haben wir auch gleich ein an der Leine. Natürlich fängt man dann nicht nur die ganz großen Barsche, da ist auch durchaus mal ein 500 Gramm Barsch dabei, wie wir hier gerade sehen können. Aber das Geld stimmt. Alles in Ordnung. Natürlich ist es schöner, wenn sie dauerhaft über 600 sind, dann hat man immer seine 100 Dollar. Aber wir kriegen jetzt ja auch mehr in unser Säckchen rein. Ich verstehe es trotzdem nicht, Leute. Was ist der Grund dafür? Ich gehe nachher nochmal, zum Schluss gehe ich nochmal dahin und probiere es nochmal ein paar Minuten. Wenn es dann der Einstelle nicht beißt, gehe ich nochmal an die Stelle, die der Sven mir gezeigt hat. Also, es kann ja nicht wahr sein. Es kann ja nicht. Es ist der Vorführeffekt, ich sag's euch, Leute. Ihr kennt das doch auch. Man zeigt irgendjemandem was. Und nichts. Funktioniert nicht, da sagen sie ja, was bist denn du von der Flasche hier? Es erzählt großfräßig, du kannst das, und dann wird's nichts, ja. Genauso ist es manchmal. Oh, jetzt wollte noch jemand auf dem Schluss Sprint, wollte jetzt noch einer beißen, du. Da wollte noch einer beißen. Ihr seht, wir kommen hier auch mit den 9 Gramm. Das war jetzt kein perfekter Wurf, aber wir kommen auch relativ weit. 38 Meter. Das sollte uns am Emerald Lake auch helfen, wenn wir einen schön großen, ich habe doch jetzt für die Nacht zumindest diesen 12, nee, 21 Gramm Narrow Spoon, worauf ja auch der Zander durchaus gerne mal beißt. Das könnte uns dort helfen, Leute. Das könnte uns dort helfen, dass wir wirklich 45 Meter weit raushauen. Aber man sagt ja, man muss eigentlich über 50 Meter kommen, dass man Zander fängt. Das habe ich gehört. Ja, oh, da habt ihr richtig gesehen, wie der Köder rechts oben im Bilde einfach stehen geblieben ist. Das ist immer ein Indiz dafür, dass da einer reingebissen hat. Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. So, Leute, und hier läuft's doch. Und das Schöne ist mit den Casting Spoon 9 Gramm, ich meine, das kann auch mal ein Crappie anbeißen. Dürfen wir nicht außer Acht lassen. Aber es kann eben auch mal ein schöner Hecht noch mit als Beifang kommen. Und Hechte geben ja, zumindest hier bei meiner Angelausrüstung, das variiert ja immer, richtig gut XP. Und ihr seht's. Ich kann hier kaum auswerfen, da ist schon wieder ein neuer dran. So, volle Bude. Komm her, mein Freund, komm. So, schön. Und das nenne ich doch mal ein ordentlicher Fang. Wie gesagt, ich ziehe immer so hinten bei dem großen Baum hier so
ungefähr links, rechts daneben. Da scheinen sich besonders viele Fische aufzuhalten. Na, langsam rein. Passt natürlich auf, dass meine Schnur, bevor ich das nächste Mal hochtwitsche, wieder relativ straff gespannt ist. So, dass ich natürlich optimale Zugleistung habe, wenn denn da jetzt einer reinbeißt. Dass meine Schnur nicht straff einfach nur im Wind baumelt und durchhängt. Wenn es echt so einfach wäre, Leute. Oh, wäre das nicht schön. Ah, jetzt wollte schon einer. Habt ihr gesehen, oben rechts. Der Köder hat kurz mal gestockt. Ja, und so ab 10 Meter oder so ziehe ich dann ganz normal noch rein. Manchmal hat man Glück und es beißt noch einer. Da! Oh! Da war er kurz dahinter. Hätte sich mal ein bisschen mehr beeilt. So, werfen wir wieder auf unseren Baum hier. Und zack. Und ja, irgendwie, wenn die Sonne rauskommt, ging der Silberne besser. Ich meine, der Goldene ging auch, ohne Frage. Aber das Silberne ging irgendwie nochmal schöner bei richtigem Sonnenschein. Aber da wir starke Bewölkung haben, bringt das uns jetzt nichts. Und hiermit habe ich das auch geschafft, wirklich während einer halben Stunde, also zumindest 10 Kilo Fisch, voll zu machen. Und wenn es hier einfach nicht mehr beißt, das Geile ist ja, hier beißt es ja auch am Fuß, aber ich wollte jetzt so eigentlich auf unseren Büffelfisch gehen. Dann werft einfach zur anderen Seite aus. Da gibt es auch noch drei richtig schöne Stellen, wo ihr hinwerfen könnt. Ihr kennt die ja von mir schon mittlerweile. Und warum nicht? Können wir jetzt gleich mal probieren. Einmal hier hinten in die Ecke rein. Gut, da scheint gerade noch nicht viel los zu sein. Ein paar kleine springen rum. Mal gucken, ob was beißt. Funktioniert dort ganz genau so. Da könnt ihr auch mal mit dem Medium Spoon reinhauen. Da kriegt ihr auch ein paar schöne kleine Hechte dran. Also, es gibt ja keine großen Hechte. Ich meine, ihr kriegt hier die Hechte, die es hier gibt, die kriegt ihr damit dran. So war das natürlich gemeint. Aber hier könnt ihr auch durchaus meine Hängen haben. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Es gibt hier viele schöne Stellen. Muss man halt mal mit der Hänge leben. Und zack, da hat sich doch schon wieder ein Barsch an uns dran gehangen. Ich sage, das geht wie Brezelbacken hier. Dann zeige ich euch mal noch eine Stelle. Auch sehr gut. Stelle ich mich immer hier hin, hau mitten in das Kraut rein. Das ist auch so eine typische Hechtstelle. Aber ich weiß nicht, ob der Hecht auf das Twitchen steht. Ich habe schon welche damit gefangen, aber das waren immer mehr Barsche. Hier hat man natürlich öfters meine Hänge, das ist klar. Damit muss er hier rechnen. Aber wenn mal woanders keine Fische stehen, bei zum Beispiel extrem Sonnenschein, verziehen sich die Barsche gerne in den Schatten. Zum Beispiel hier unter die ganzen Seerosenblätter. Und schon haben wir was dran. Habt ihr gesehen, wie der Köder einfach im Wasser stand? Zack. Das funktioniert doch einmal frei. Lasst euch das sagen. Das funktioniert auch fast zu jeder Tageszeit. Und wenn ich warte, da einfach ein bisschen. 911er. Na, da hat sich schon ein größerer versteckt. Freilich behalten wir den. Also wie gesagt, oder hier drüben, die Stelle ist auch noch sehr zu empfehlen. Kriegt man auch schöne dicke Oschis manchmal raus. Überwiegend Barsch, hat aber auch schon Hecht dabei. Ihr seht es immer, schön lang oben stehen lassen. Also Stop and Go funktioniert ganz genauso. Obwohl ich irgendwie der Meinung bin, dass das Twitch noch mal ein bisschen besser funktioniert. Aber es gibt natürlich auch... Da ist ein Hecht gesprungen. Ich habe ihn gerade gesehen. Habt ihr ihn auch gesehen? Es gibt natürlich viele Varianten, wie wir das hier machen können. Ich will mal probieren, ob ich ein Hecht hier an der Angel. Das ist eigentlich ist das hier so das Hechtgebiet. Bis zu dem Krautfeld hier vorne. Da werde ich jetzt mal mitten durchziehen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine, der Hecht geht auch auf den Casting Spoon. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob er dieses Twitchen mag. Und lasst euch das sagen, das mit den drei Punkten, das klappt jetzt hier zwar ganz gut, aber das hat eigentlich nichts zu sagen, wirklich gar nichts. Es ist Schnurzpiep, egal, und jetzt haben wir eine Hänge.
Erstmal wieder sinken und dann geht's weiter. So, jetzt müssten wir genau im Hechtgebiet sein. Ah, jetzt haben wir uns hier noch eine Henge eingefangen. Ja, leider kein Hecht. Kriegt jetzt, ziehe ich ganz normal geradeaus. Weil der Köder jetzt eh gleich hochkommt. Wenn man Glück hat, beißt dann noch irgendwas an. Hier vorne links stehen auch manchmal ein paar Hechte. Aber wie gesagt, ihr wisst ganz genau, was ich meine. So, und jetzt probiere ich nochmal den Büffelfisch zu kriegen. Ich hau noch einmal hier runter, dass wir nach um 7 mal probieren, ob wir den Oschi noch irgendwie rauskriegen. So, mal schauen. Wenn nicht, wir können auch in der Nacht auf diesem Büffelfisch mal probieren, dann spulen wir noch ein bisschen vor. Vielleicht beißt der in der Nacht auch gut, das weiß ich nämlich überhaupt nicht. Ich habe nämlich eine Pose für Nacht. Das können wir gerne nochmal ausprobieren. Ja, da hat da wieder einer zugeschlagen. Ich sag ja, das funktioniert hier wie... Junge, 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 du. Junge, Junge, die Fische sind heiß wie Frittenfett auf den Köder, das gibt's gar nicht. So, alles Logo, das funktioniert auf jeden Fall. Haben wir 4,9 Kilo, die wir zur Not mitnehmen können. So, jetzt wollen wir aber doch nochmal. So, erstmal Stelle Nummer 1. Okay. So. Angel fort, Angel wechseln, das ist logisch. Ich fange jetzt mal mit einer 1,40 an, gell? Na, gucken wir mal, wo sich denn hier was tut. So. Und zack. Wurf war nicht schlecht. War gar nicht so übel. So, da hinten kommt eine richtig schöne dunkle Wolke. Da springen die Barsche wie wild. Deswegen. Ich weiß gar nicht, ob die gestern dort so doll gesprungen sind, wo ich das wo ich die Stelle hier gefunden habe. Weil da habe ich von hier aus auch mal probiert, auf Barsch zu angeln. Habe auch viele rausgezogen, aber vorne auf der Brücke war es einfach noch mal besser. Hm. Ja. Habt ihr gesehen? Die Pose bewegt sich. Es ist Bewegung in der Pose. Oder täuscht mich das jetzt? Nee. Es kommt schön Bewegung drin, Leute. Guck mal. Der Köder wird weggezogen. Ach, das ist kein Büffelfisch, aber es zeigt doch schon mal, dass hier Fische sind. Das ist doch schon mal schön. Ein blauer Sonnenbarsch. Sei gegrüßt, mein Freund. Und wenn der dort beißt, dann wisst ihr, was dort noch beißen kann. Zwar der Herr Büffelfisch. Ich werfe jetzt hier mal. Wir müssen ja mal ein paar bisschen die Stellen ausloten. Einmal ein freier Wurf. So. Schnur hängt einigermaßen durch. So kann das bleiben. So ist das schön. Oh, ich muss aufpassen, dass ich den Part nicht wieder hier überziehe, weil meine Playstation nimmt ja nur bis 60 Minuten auf. Oh. Seht ihr da? Will doch einer rein. Das könnte einer sein, Leute. Das, nee. Ja, wenn, dann ist es ein ganz kleiner. Ja, scheint ein kleinerer Büffelfisch zu sein. Oder ein Crappie. Ja. Nee, ist ein kleinerer Büffelfisch. Ah, wie sieht's aus? Oh, ist gar... Oh, das könnte doch der neue Rekord sein. Ist ja gar nicht so klein. Leute, da haben wir ihn gefangen, den alten Burschen. Da haben wir ihn gefangen, den alten Burschen. Guckt ihn euch an.
Ja, die sind schon nicht von schlechten Eltern. Die geben halt schön XP. 42 XP. So. Jetzt habe ich aber Blut geleckt. Einer geht noch rein, sage ich. Endlich, der Knoten ist geplatzt. Aber so ist es eben manchmal, gell? Aber ihr habt gesehen, der zieht mit einmal das Ding ab. Also seid da auf der Hut, versucht nicht zu schreiben, so wie ich das vorhin gemacht habe. Dadurch könnt ihr euch da. Jetzt wird schon wieder gespielt. Dann holt ihr einfach nur ein bisschen eure Sehne ein. Das könnte aber natürlich auch wieder ein Sonnenbarsch sein, weil die spielen ja gerne da. Es kann auch der Büffelfisch sein, aber ich glaube. Na, wir werden sehen. Ganz schön viel Bewegung dort. Oh. Die gehen ganz schön ran hier. Aber es ist wirklich komfortabel, was das Sven mir da gezeigt hat mit den L1 drücken. Das ist viel schöner. Zumal auch, ihr seht ja, die Grafikdetails dann nochmal ein bisschen sich verändern. Wenn man hier ein bisschen reinzoomt. Vom Schatten und sowas. Und Oberfläche vom Wasser. Ja, jetzt sind wir aber doch mitten eigentlich. Ja gut, die gründeln ja. Die Büffelfische sind Gründler. Ja. Ha! Oh, das könnte. Könnte noch einer sein, ja. So, und ihr könnt den Fisch auch ruhig einfach mal machen lassen, gell? Einfach mal auspowern lassen, solange unten da nichts wie blinkt, unten in der Anzeige. Könnt ihr den ruhig auch mal sich auspowern lassen, dann kriegt ihr den auch schöner rein. Ja, das ist jetzt ein kleineres Exemplar. Also hier fangen sie so an. Ungefähr, ich glaube, so ab 900 fangen sie an. Aber auch ein schönes Tierchen, wie ich finde. Auf jeden Fall, Leute. Auf jeden Fall. Naja, da haben wir das doch auch geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beim Zusehen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet zu Affenkönig Dämlichs Let's Play. Und lasst euch gesagt sein, wir machen bald weiter. Macht's gut, meine lieben Freunde.